Hof sind beide. Good News, weil Bad News gibt's eh genug. Der Louis schaut ein bisschen zerhupft aus. Warum ist das so? Ja, wir hatten Fuchsbesuch. Ein Fuchsi. Bis jetzt sind Pfaue nicht in das Beuteschema gefallen, aber momentan haben Füchse, haben wir ein bisschen nachrecherchiert, Junge. Da sind sie besonders hungrig und diesmal hat er sie, und zwar um 7 Uhr am Abend, das heißt nicht einmal noch, wie es finster war. Es war nicht einmal noch finster. Wir haben es vom Küchenfenster ausgehen, beziehungsweise Ani, saß der Fuchs am Louis. Exakt. Meine Augen haben es zwar registriert, mein Gehirn hat nicht gleich gewusst, was da jetzt eigentlich los ist. Und dann habe ich es dekodiert, da sitzt der Fuchs am Pfau. Ich habe schnell das Küchenfenster aufgerissen und habe gebrüllt. Fuchs ist verschwunden. Ich habe mich gar nicht hinschauen traut. Dann ist der Andi rausgegangen, weil der Louis ist am Rücken gelegen. In einem Haufen von Federn. Von Federn, Füße nach oben. Und wir haben sich gedacht, das war's. Und dann ist er... Auferstanden von den Toten. Ob des tollen Andis. Natürlich. Merkt euch das, Leil. Der Mann hat Howly Hands. Ja. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder ein paar Federn ärmer, aber guten Mutes. Und ich arbeite weiter an meiner Fähigkeit des Handauflegens. Genau. Wir hoffen, dass wir es nicht mehr brauchen. Bye. Tschüss. Bye.